Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Ein schöner Tagesbonus. Ja. Ich habe, wir nehmen hier erstmal ein Zeug an. Ich habe, ist eine neue Aufnahmesession. Oh, biologisches Material. War das nicht total unwahrscheinlich, dass wir das aus der Mission bekommen? Sehr cool. Also ich glaube, das war ein externer Auftrag. Können wir da noch welche starten? Nee, okay, da laufen sogar. Laufen da zwei? Ach so, hier unten noch einer. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir direkt mal weiter. Und zwar mit einer Hauptmission. Ich würde gerne mal die hier machen, weil wir haben schon die nächsten beiden Missionen gemacht, aber die zehnte noch nicht. Das macht mich irgendwie ein bisschen fertig. Holen Sie den Mujahideen-Gefangenen Malak raus, der im Lamakate-Palast festgehalten wird. Mit den ganzen Namen. Wie gesagt, es tut mir leid. Ich spreche die alle wahrscheinlich so falsch aus, wie es nur geht. Kann ich auch nichts dran ändern. Wir hören die Infokassette. The objective is to rescue and extract a Mujahid captured by the Soviets. He's being held in the ruins of Lamakate Palace, as are a lot of POWs. Civilians, guerrillas, suspected guerrillas. The Soviets have turned the place into their own black site. However, we've only been asked to rescue one of the prisoners. He's known as Malak, Angel to his fellow Mujahideen. The client is none other than his father. Or rather, this was his father's dying wish. Oh, na gut, dann kümmern wir uns darum. Wir nehmen die Mission natürlich an. Okay, wir haben nur einen Startplatz. Dann werden wir auch den nehmen. Ja, aufgerüstete Version machen wir natürlich rein. Ach, unsere Pistole hat sich verbessert. Ich möchte aber nicht den Raketenwerfer mitnehmen. Genau hier nicht den Raketenwerfer, sondern mein wundervolles Betäubungssniper-Gewehr. Können wir hier noch irgendwas Schickes mitnehmen? Ich habe eine Betäubungsschrotflinte? Pumpgun mit begrenzter Munition, doch der Kraft, Feinde in der Nähe... Achso, Pumpgun mit begrenzter Munition, doch der Kraft, Feinde in der Nähe wegzuschleudern. Ah, okay, sind wahrscheinlich so Gummigeschosse oder sowas. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass wir sowas haben. Nehme ich das mit, weil ich will wirklich nicht tödlich sein. Das heißt, in dem Moment, wo ich meine andere Waffe, die tödliche Waffe, besser gebrauchen könnte, werde ich die Mission wahrscheinlich eh neu starten. Da haben wir das. Das ist schon richtig. Unterstützungswaffen. Ich guck mal gerade überall rein. Vielleicht haben wir noch irgendwo neue Sachen, die cool sind. Ne. Hier ist alles richtig. Gegenstände. Da haben wir auch alles ausgerüstet, was wir ausrüsten können. Und diese Musik, die gerade einsetzt. Oder beziehungsweise dieser Teil der Musik, der gerade einsetzt. Ich will das Menü eigentlich gerade gar nicht mehr verlassen, weil es so großartig ist. Fahrzeug auswählen. Ach, wir könnten auch mit dem Auto jetzt direkt starten. Ist ja nice. Komm, wir nehmen die Kampfanzug. Alter! Uiuiui, hast ja sogar eine Augenausrüstung. Begleiter haben wir noch keinen anderen, nicht? Nee. Charakter würde ich gerne mal hier gucken. Aber ich find's blöd, dass das hier nicht im Vorfeld schon gezeigt wird. Also, dass wir das erst ausführen müssen, damit es uns angezeigt wird. Und übrigens weiß ich immer noch nicht, ich glaube, der hier war aus Ground Zeroes und der hier war der, den wir normal entwickelt haben. Und ich weiß nicht, was das Sternchen da unten drunter bedeutet. Heißt das, wie gut das ist? Der Standardschleichanzug da über mit kugelsicheren Keramikplatten? Ne, das brauchen wir nicht. Ist das hier der aus Ground Zeroes? Ich kann ja einfach mal gucken. Ja, das ist der aus Ground Zeroes. Wie sieht der aus? Ja, und den haben wir, glaube ich, entwickelt. Was bringt der? Allwetter, Überlebens- und Infiltrations, bla bla bla. Aha, optimale Körpertemperatur aufrechterhält, die schalldämpfenden Sohlen eliminieren Schrittgeräusche. Und das hier macht, Infiltration, außer schalldämpfenden Sohlen, die Schrittgeräusche eliminieren, besitzt dieser Anzug noch ein hochfestes Aramidgewebe, das ausgezeichnete Schadensresistenz bietet. Aber der ist bei FOB-Missionen, ist der nicht so geil? Also der hier ist, glaube ich, besser. Obwohl, nee, der schützt einen halt auch besser. Das ist Solid Snake. Nein, Solid Snake nehmen wir natürlich nicht. Das würde komisch aussehen. Hier haben wir nur die eine Version. Da können wir keine andere Version auswählen. Bei den anderen Sachen hier können wir natürlich immer mit Schal auswählen, was natürlich auch irgendwie schick ist. Wie sieht denn Splitter aus? Splitter ist doch schick. Splitter mit Schal? Oh ja. Komm, da muss ich mich nicht... Wackelt der Schal mit, wenn ich so mache? Ich glaube nicht. Was passiert, wenn wir uns hier 10-mal im Kreis drehen? Übergeben wir uns dann. Bitte.
Weil dann wäre es das beste Spiel aller Zeiten. Weil das ist bisher noch das, weswegen ich Metal Gear Solid 3 noch besser finde. Nicht etwa die großartige Präsentation und großartige Story von Metal Gear Solid 3. Nein, dass man sich übergeben kann, wenn man im einen Menübildschirm die Kamera sehr oft um den Hauptprotagonisten dreht. Das zeichnet dieses Spiel für mich aus. Ist ja auch großartig, wenn sich unser Pferd einfach übergibt. Ich glaube, wir haben jetzt schon 10 Umdrehungen gemacht. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich werde gleich enttäuscht, wenn ich loslasse. Gar nichts. Nicht mal ein bisschen schwindelig. Bin leider tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Ich hätte gehofft, dass das drin ist. Naja. Dann starten wir jetzt nach dem Herumgeplänkel einfach mal die Mission. Und zwar zur aktuellen Zeit. Jetzt auch mit einer Betäubungsschrotflinte ausgerüstet. Na, nicht schlecht. Betäubungsschrotflinte, Sniper. Und die schallgedämpfte Pistole. Schalldämpfer auf der Schrotflinte wäre auch noch nicht schlecht. Und auf der Sniper. Vor allem auf der Sniper. Das wäre halt echt die krasseste Waffe. Und ich hoffe sehr, dass ich das entwickeln kann. Ich werde es versuchen. Episode 10. Engel mit gebrochenen Flügeln. Angel with broken wings. Klingt auf Englisch irgendwie ein bisschen poetischer. Aber das ist oftmals so. Your mission is to rescue a prisoner being held at Lamar Khatib Palace. He's known as Malak, Angel to his fellow Mujahideen. Start by checking the target's VI on your iDroid. The Soviets captured him and took him to the ruins of the palace. His family was subsequently killed in an airstrike on his village. The Soviets' scorched earth operation wiped it off the map. The client is none other than his father. Or rather, this was his father's dying wish. Ah ja. Okay, unten rechts sehen wir, wie er aussieht. Mehr Bilder haben wir wohl nicht. Achso, Entwicklung. Können wir da gerade vielleicht noch was reinhauen, damit wir jetzt während der Mission, damit unsere Leute da was zu tun haben? Die sollen sich ja nicht langweilen. Nee, ich glaube, das hatte ich auch schon beim letzten Mal geguckt. Naja. Wie gesagt, ist ein neuer Part. Darum tut es mir leid, wenn ich mich wiederhole. Ich gucke gerade nochmal hier bei der Basiseinrichtung. Okay, läuft immer noch. Na, ich habe das Spiel nicht weiterlaufen lassen. Und wir haben jetzt 10 Schuss automatisch in unserer Pistole. Und wir können auch eine dazu machen, damit eine im Lauf ist. Das sind dann 11 Schüsse. Und unser Pferd sieht schon ein bisschen brutal aus jetzt. Ein Sandsturm kommt. Oh nein. Wollen wir versuchen, so ein geiert so. Dann höre mich wahrscheinlich. Obwohl, den würde ich eher ausrüsten. Obwohl, nee, wenn ich spontan die Waffe wechseln muss, will ich eher, dass die Schrotflinte kommt. Weil bei der Sniper, da werde ich dann ja eh Planung haben. So, ich will den Geier haben. Ich weiß nicht, warum der sitzt da so geil. Oh nein, bevor der Sandsturm kommt. Kommen wir da jetzt irgendwie hoch? Das ist natürlich die Frage aller Fragen. Und wenn ja, wäre das nämlich auch ein sehr geiler Aussichtspunkt, wenn wir nicht gerade zufällig vom Sandsturm gefickt werden würden. Es wäre natürlich sinnvoll von mir jetzt da reinzurennen, während der Sandsturm läuft. Kann ich irgendwo vielleicht was hören, wenn ich auf das Ziel drauf... Ist ein Auto. Es bringt gerade nichts. Ich will jetzt aber auch nicht hier die Ewigkeit warten. Ich versuche einfach mal, mich ein bisschen reinzuschummeln. Während des Sandsturms können wir tatsächlich sehr, sehr weit einfach rennen. Ohne, dass das jemand mitbekommt. Hier liegt ein kaputter Panzer. Aber ein kaputter Panzer macht mir keine Sorgen. Komm, in den Hals rein. Ach Mann. Grad wäre perfekt. Wieso treffe ich denn immer nur seinen Helm? Okay. Nein, das ist ein ganz schlechter Start. Kontrollpunkt. So.
Ich dachte da, ich nutze den Sandsturm aus, aber warum sieht der mich im Panzer denn so gut? Ah, okay, jetzt ist der Sandsturm auch nicht mehr da. Dann kann ich das jetzt ein bisschen normaler spielen. Finde ich auch schön. Ich will mal was ausprobieren. Der eine hat doch keinen Helm auf. Okay, ich glaube, ich treffe zu hoch, zu niedrig durch die Entfernung. Aber den da. Habe ich den getroffen? Komm, der schläft jetzt auch ein. Ich habe meinen Raben jetzt gerade auch gar nicht eingesammelt, leider. Okay, jetzt habe ich ihn auf jeden Fall getroffen. Jetzt sollte er doch gleich mal einschlafen. Nein, Dude! Okay, nein, so war das nicht geplant. Ich wollte probieren, ob ich die einfach... Aber warum ist der eine nicht eingeschlafen? Den habe ich doch mehrfach getroffen und doch nicht auf den Kopf. Ich bin ein bisschen unzufrieden, dass das... Also, eigentlich ist es ja okay, dass das nicht klappt. Aber ich habe ihn doch getroffen. Und dann verstehe ich nicht, warum er nicht eingeschlafen ist. Ach, hat er auch eine Schutzweste an. Ja, dann schießen wir hier noch ein bisschen tiefer. Okay, jetzt ist er getroffen. Okay, jetzt will ich die auch aber anderen aber auch nicht in den Kopf treffen. Sonst schlafen die so viel zu schnell ein. Habe ich den da nicht getroffen? Doch, doch. Also ich höre so ein Treffergeräusch, aber ich weiß nicht, ob er davon eingeschlafen ist. Der da oben ist eingeschlafen. Und bevor der da jetzt noch wen weckt... Fände ich sehr lustig, wenn wir die Mission so lösen können. Dann sehen wir einfach mal, was dieses Sniper so bringt. Suchen die eigentlich irgendwo nach uns? Ich höre da hinten welche, aber das juckt mich jetzt nicht so sehr. Der Panzer ist halt immer noch da. Wo sind die denn? Ihr könnt mich ja gern jagen, ich will euch nur sehen. Das macht sehr viel Spaß so. Okay, der Wagen hinten ist noch nicht weggefahren. Oh, er ist schon eingeschlafen. Ah, da stehen gerade welche auf. Nein, nein, nein. Weckt die anderen noch nicht auf. Die haben doch bestimmt so schön geschlafen. Das hasse ich ja, wenn Leute einfach so andere Leute um ihren wohlverdienten Schlaf berauben. Hier, die sind da bestimmt schon ewig auf Patrouille. Wo habe ich ihn jetzt? Okay, ist auch eingeschlafen.
Hat nicht mehr so viele Schüsse. Aber der kommt jetzt auch her. Nehme ich auch gleich alle mit, keine Sorge. Soll ja nicht verschwendet sein, hier die Aktion. Hier liegt auch noch irgendwo einer. So, jetzt spielen wir nochmal rein. Da scheint mir kein anderer mehr über zu sein. Halt der eine im Panzer. Ich verstehe aber auch nicht, warum der im Panzer nicht rauskommt. Also es ist ja schlau von ihm, aber... aus anderen Fahrzeugen hauen die ja auch ab, um ihre Leute zu wecken. Finde ich ein bisschen gemein, dass das bei Panzern anscheinend einfach nicht funktioniert. Ist da jemand? Nein. Der Scheinwerfer ist nur auf uns gerichtet. Gegen Panzer kann man halt stealthmäßig nicht sehr viel machen, habe ich das Gefühl. Ich werde jetzt diesen Vogel haben. Das ist mein Vogel. Ich finde es auch schön, wie wir jetzt 16 Minuten lang nur Quatsch machen. Im Prinzip. Oder zumindest einen sehr großen Teil der Zeit nur Quatsch machen. Das ist, wie ich dieses Spiel spiele. Und es macht mir sehr viel Spaß. Da hinten kommen welche. Die werden erstmal markiert, damit die jetzt nicht gleich irgendwie Radau machen. Könnt ihr jetzt aber auch eigentlich mal schnell weghauen, bevor die wirklich zu nah kommen und irgendwen aufwecken. Ach komm, bleib doch stehen. Naja, jetzt ist eigentlich schon zu spät. Ach, verdammt. Ah, verdammt. Ja, aber das schaffe ich noch. Die können ja da hinten einfach für sich hin chillen. Okay, jetzt sind schon 4 Stück. Oh, das war, glaube ich, nicht klug. Das sehen die jetzt. Ich muss gleich nochmal beim Panzer gucken, ob ich den vielleicht irgendwie auch einfach rausholen kann, der Typ, der da drin ist. Vielleicht kann ich ranklopfen oder sowas. Jetzt hat der Panzer mich gesehen. Ja, nee, rausholen kann ich ihn nicht. Du wirst gleich sehr schnell fahren, mein Freund. Und... das hat viel Spaß gemacht. Aber es ist sehr klug, wie die halt hier auch rumlaufen und so. Also, dass die nicht einfach stehen bleiben und warten. Jetzt habe ich einen umgebracht, der halt im Panzer war. Ich wette, man kann das auch irgendwie nicht tödlich machen. Oh. Aber ich weiß leider noch nicht, wie das gehen soll. Also habe ich einfach noch nicht herausgefunden. Oh. Aber die Salbe macht's wieder gut. Komm, komm, okay. Ich kann mich jetzt nicht mehr heilen, das schaffe ich nicht. Ich wollte sie boxen. So. Und heute bei, wir verschwenden 19 Minuten der Zeit der Zuschauer. Wir könnten auch einfach die Mission ganz normal spielen. Nicht so behindert wie ich. Jetzt spielen wir sie normal, okay? Es tut mir leid, wie wir sie zuerst gespielt haben. Es tut mir wirklich ein bisschen leid. Es tut mir selten ehrlich was wirklich leid, was ich so bewusst getan habe, aber tut's mir leid. Da oben ist, glaube ich, ein Generator drin oder sowas.
Gut, dann machen wir jetzt nichts mit der Sniper. Aber wir wollen diesen Vogel haben. Das ist... Mir ist das wichtig. Das ist einfach auch was Persönliches geworden. Ich hoffe, das versteht ihr zumindest. Auch wenn ihr den Rest meiner Spielweise nicht nachvollziehen könnt. Dieser Vogel muss mit. Weil der hier sehr gefährdet ist und ich sehr, sehr an diesem Vogel hänge. So, wir schleichen uns mal an den da ran. Okay, nee, wir warten hier. Mal kurz, bis er seinen Scheinwerfer wieder in die andere Richtung gerichtet hat. Die fahren dabei wahrscheinlich weg. Aber dann können wir jetzt zumindest mal sehen, wo sie hinfahren. Das haben wir bisher ja noch gar nicht herausgefunden. Weil wir das die ganze Zeit umgangen haben. Nein, lauf da hoch. Ah, okay. Jetzt wissen wir zumindest schon mal, wohin sie verlegt wurden. Oder er. Okay, mehr Infos brauchen wir. Kommt der da jetzt hin? Hat er mich gesehen oder sein Kumpel, der da irgendwie rumliegt? Ich glaube, er hat mich gesehen. Nur, aber auch nicht sehr doll. Wir brauchen mehr Infos. Und du wirst sie uns geben. Die Baupläne klingt gar nicht mal so verkehrt. Da war gerade noch ein Soldat, den ich noch nicht markiert hatte. Da. Dann machen wir jetzt erstmal die hier fertig und dann holen wir Malak irgendwie raus. Heißt bestimmt Melek oder so. Also ich spreche es bestimmt komplett falsch aus. Aber woher soll ich das auch wissen? Okay, hier komme ich nicht hoch. Hätte ich eigentlich gehofft. Ah, es ist auch hier eine coole Szenerie. Erinnert mich an Metal Gear Solid 4 ein bisschen gerade. An das Haus, in dem man... wie heißt sie denn nochmal? Die gute alte Freundin wieder trifft. Meryl. Okay, Gefangener. Oder ist der markiert? Okay, der ist von sich schon markiert. Dude, schrei nicht so rum. Ich hol dich hier raus. Wir kämpfen, als wären wir vom Dämon besessen. Ihr redet doch so ein Quatsch. Ja, es wäre sehr unwahrscheinlich, dich hier rauszubringen. Wir müssen da vielleicht doch nochmal woanders hin, eher. Aber wir retten dich, keine Sorge. Da kriegen wir ja mehr Geld für. Du bist uns wichtig. Warum komme ich da nicht durch? Den da hinten können wir erstmal lassen. Der ist, glaube ich, keine Gefahr. Ah, sehr geil. Okay, das bringt also auch sowas, die Gefangenen rauszuholen. Also an Infos. Und hier ist Musik irgendwo. Die will ich natürlich auch haben. Das macht Spaß, so zu spielen. Rohdiamanten brauche ich nicht. Ich hole mir jetzt erstmal die Kassette. Die ist hier gar nicht. Oh, Rohdiamanten. Ich wollte eigentlich die Kisten aufsammeln. Habe ich aus Versehen einen Rohdiamanten gefunden. Das ist wahrscheinlich oben die Musik. Wo ja auch noch ein Gefangener lungert. Also ist das gar nicht so schlimm. Da müssen wir also eh hin.
Я не хочу умирать! On the ground. Talk. So, bevor der die da hinten jetzt kommen, will ich den dann nochmal überwältigen. Okay, wer wurde da gerade gefunden? Das war knapp. Aber er hat sie noch nicht aufgeweckt und sie haben keinen Alarm geschlagen. Darum bleiben die Leute alle schön brav liegen. Ich will mich daran anlehnen. Das ist voll geil! Das ist richtig wie so, als wenn wir so ein krasser Dude, der hier alle überfällt. Aber wir sind ja auch ein krasser Dude. Okay, bevor der da hinten jetzt kommt. Da habe ich jetzt keinen Bock hinzukrabbeln bis zu dem. Ich glaube, den holen wir uns so, wenn er keinen Helm hat. Hat, glaube ich, keinen Helm. Nein, ich brauche die Ego-Sicht nicht. So kann ich irgendwie besser zielen meistens, weil die Ego-Visier-Dinger halt mega dick sind. So. Nein, nein, nein. Oh, oh, stehen jetzt alle wieder auf, weil Alarm ist? Ah nein, okay, ich dachte, das wäre so. Dann muss ich mir nur den da oben schnappen. Wer war denn das? Also irgendwie sind ein paar Leute aufgestanden. Ich habe die ja nicht mal betäubt, also konnten die gar nicht aufwachen. Habe ich irgendwie einfach übersehen? Aber ich hatte ihn ja auch markiert. Ich finde gerade die scheiß Treppe nicht. Ist ein bisschen nervös, macht mich das. Vielleicht hat er einfach gesehen, dass die Wache nicht mehr da war. Die Geisel nicht mehr da war. Oh, komm, 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 komm. Nein, ich krieg ihn. Okay, jetzt stehen Leute auf, oder wie? Ey, das war perfekt. Bis ihr komischen Hampelmänner hier ankamt. Wo kommen die denn her? Ich fand wirklich, dass das perfekt war. Wieso kann ich ihn denn nicht rausholen? Habe ich ihn umgebracht? Ich habe ihn nur einmal ordentlich auf den Boden geslammt. Ist er wirklich tot? Wie habe ich ihn denn umgebracht? Ich habe ihn wirklich nur auf den Boden gehauen. Ach, scheiße. Gerade eben noch hier erzählen, oh ja, perfekt, alles. Nee. Wisst ihr was? Irgendwie ist das echt scheiße. Das ist voll der Fail-Part. Erst mache ich da meinen Quatsch, dann mache ich das hier und das klappt nicht. Ich will mal die Schrotflinte ausprobieren. Wenn ich jetzt eh schon am Arsch bin... Moment. Und der ist ja nicht mal sofort betäubt. Okay, so. Wir machen hier jetzt Schluss. Und das hier ist ein Fail-Part. Wie nenne ich den? Komm, wir überlegen jetzt nochmal schnell, wie wir den Part nennen. Irgendein Wort wie ein Fail. Fails am laufenden Band, aber es ist zu lang. Das ist so ein langer Titel, den mag ich nicht. Fails. Nee. Scheitern? Wollen wir ihn Scheitern nennen? Ich bin schlecht. Das wäre vielleicht was.
Naja, ihr werdet sehen, wie ich den Part genannt habe. Beim nächsten Mal machen wir es dann nochmal und dann kriegen wir es sofort beim ersten Versuch hin und alles wird perfekt sein. Und das sage ich einfach mal so voraus. Mit meinen Fähigkeiten, die da sind, dass ich in die Zukunft sehen kann. Ja, wusstet ihr vielleicht noch nicht, ist aber so. Also, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß hieran und macht's gut. Tschüss.